So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Horizon Zero Dawn. Na gut, dann betreten wir mal. Keine Ahnung, was auch immer das sein wird. Ich gehe runter. Ein Leben lang wollte ich die Geheimnisse dieser Welt entschlüsseln. Woher die Maschinen kamen. Wie die Alten solche Wunder taten und trotzdem kamen Verderben und Tod. Ein Leben voller Fehlschläge. Denn Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt, rannte ich gegen Mauern und gegen verschlossene Türen. Hallo? Bis eine Nora-Jägerin aus dem wilden Osten kam. Und voilà, sie kam und alle Geheimnisse wurden ihr enthüllt. Ich glaube, du wirst mit dieser Tür besser zurechtkommen als ich damals. Identi-Scan wird durchgeführt. Genetisches Profil bestätigt. Zutritt autorisiert. Fehlfunktion. 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 Soll das ein Witz sein? Du hörst mich nicht lachen. Sei still. Es muss irgendwie gehen. Hey! Elisabeth Sobeck hier! Bitte Zutritt! Zutritt angefordert. Root-Befehlsfunktionen verfügbar. Möchten Sie fortfahren? Will ich. Öffne diese Tür! Analysiere. Primärzugang außer Betrieb. Mechanischer Fehler. Notfallbelüftungsverfahren verfügbar. Möchten Sie fortfahren? Ja. Notfallbelüftung autorisiert. Ich habe dich unterschätzt. Ich dachte, du... nicht alles haben. Das erregt Aufmerksamkeit. Wir werden hier nicht mehr lange allein sein. Wir? Ich sehe hier unten nur eine, die ihr Leben aufs Spiel setzt. Ja gut. Machst du jetzt bitte weiter? Es gibt so viel zu lernen und so wenig Zeit. Na Gott sei Dank habe ich so viele Nebenmissionen schon abgeschlossen. Okay, so. Gibt's da hinten noch irgendwas? Ich will mich nur kurz umschauen, aber ich glaube nicht. Okay, gehen wir durch. Na komm, bleibt wieder an einen Kiesel stecken. Das gute Mädchen. Willkommen bei Projekt Zero Dawn. Zero Dawn. Wir haben es gefunden. Überrascht dich das wirklich? Die Anlagediagnose zeigt zahlreiche Fehler. Reparaturversuch wird durchgeführt. Was war das hier für ein Raum? Vielleicht eine Eingangshalle? Sieh dich um. Ja, das werden wir auf jeden Fall jetzt einmal tun. Da liegt mal was, das ist was zum Lesen. Das mache ich euch mal ganz kurz auf. So, haben wir sonst noch irgendwo was da? Da hinten liegt noch was. Moment, ich gehe nur schnell mal hin. Das ist auch wieder was zum Lesen. Ah, ich mag die Sprachnotizen mehr. So, ansonsten glaube ich, gibt es nichts. Aber hier wieder was zum Heilen. Okay. Das hält sich. Es wird auf jeden Fall böse, wahrscheinlich wieder hier drinnen. Ich schaue nochmal ganz kurz. Nur kurz mal die Kamera schwenken, aber das wird schon passen. Okay, ab durch die Tür. Da vorne gibt's wieder. Bitte nehmen Sie Platz und warten Sie, bis Sie aufgerufen werden. Einige Erfrischungen und Snacks stehen für Sie bereit. Ein kleinerer Raum. Wirklich, seht ihr das? Da kann sie nicht vorbeigehen. Schaut, seht ihr das? Ah, das fuckt mich so an. Okay, ganz ruhig. Hier ist mal nix. Und er will aber, dass wir gerade weitergehen. Hier ist was. Hier hinten ist was zum Looten. Ich habe schon zu viel dabei. Okay. Schade. Es ist immer so böse, wenn man irgendwelche Sachen liegen lassen muss, die wichtig sind. So, hier ist mal nix. Aber hier auf den Schreibtisch ist was gelegen.
Das ist wieder was zum Lesen für euch, wenn Sie interessiert. Der möge bitte auf Pause drücken. Und da draußen war auch noch was hier. Mit dem Fokus so langsam gehen, ha? Ist auch wieder was zum Lesen. Ich mach's wieder auf für euch. Bitte begeben Sie sich in den Vorstellungsraum 1. Dort erwartet Sie eine wichtige Nachricht zum Zweck Ihres Besuchs. Okay. Was war das hier? Eine Holographenbühne. ZDO1 Daten intakt. Wiedergabe wird eingeleitet. Willkommen bei Projekt Zero Dawn. Ich bin General Harris, Vorsitzender der Stabschefs der Vereinigten Staaten von Amerika. Ich weiß, es gibt Gerüchte, dass Zero Dawn ein streng geheimes Superwaffenprogramm ist, das technologische Wunder, das uns vor der Pharaoh-Plage bewahrt. Wenn Operation Enduring Victory die Roboter lang genug aufhält. Ich weiß deshalb so genau, dass es Gerüchte gibt. Weil sie von mir kamen. Und es sind alles Lügen. Zero Dawn ist kein Superwaffenprogramm. Und es wird uns nicht retten. Nichts kann uns retten. Gar nichts. Als der Fehler erkannt wurde, war es bereits zu spät. Nichts konnte die Pharaoh-Plage stoppen. Nichts half. Die Roboter vermehren sich immer weiter und verschlingen die Biosphäre. Das Leben auf der Erde erlischt und unser Planet wird zu einem Ödland. Ein globales Aussterben steht uns bevor. Egal wie viele wir töten, die Zahl der Roboter wird exponentiell anwachsen. Hätten wir die Deaktivierungscodes, könnten wir sie abschalten. Den ganzen Schwarm. Doch die kryptografischen Protokolle nutzen mehrfach verschränkte Wellenformen. Man bräuchte 50 Jahre, um die Codes zu knacken. Und wir haben 16 Monate. Nicht gerade eine gute Überlebenschance. Die Vernichtung einer Biosphäre ist nicht die Art von Apokalypse, die man in einem Atombunker aussitzen kann. Die Erde wird nicht mehr da sein. Nur noch ein toter, giftiger Fels mit Millionen von Pharaoh-Robotern. Schlafend. Auf Nahrung wartend. Das steckt hinter den Lügen über die Operation Enduring Victory. Meinen Lügen, die Millionen von Unschuldigen dazu bringen sollten, sich auf den Schlachtfeldern zu opfern. Warum? Aus einem einzigen Grund. Um Zeit für sie zu gewinnen, damit sie hier arbeiten können. Zero Day. Der Tag, ab dem kein Leben existiert, nähert sich schnell. Man kann es nicht stoppen. Die Hoffnung von Zero Dawn ist, dass vielleicht etwas Neues entsteht. Aber es liegt bei Elizabeth Sobeck, diesen schwachen Hoffnungsschimmer aufrechtzuerhalten. Harris, Ende. Doch nicht. Das Leben auf der Erde ist nicht erloschen. Er sagte, man könne es nicht stoppen. Aber es wurde gestoppt. Irgendwie hat Elizabeth uns gerettet. Ich muss weitersuchen, herausfinden, wie sie das geschafft hat. Eine gute Cutscene, muss ich sagen. Hat mir sehr gut gefallen. Gibt's hier draußen noch irgendwas zum Looten? Anscheinend nicht. Okay. Und dann gleich durch die nächste Tür. Und davor. Halten. Sie sind reingekommen. Durch die Lüftung. Lass dich nicht davon abhalten, die Wahrheit herauszufinden. Ausschwärmen! Tötet, was sich bewegt! Was ist das hier? Ein Grab? Oh, da gibt's so viel zum Lesen. Oder zum Einsammeln halt. Oh Mist! Noch nicht! Ich bin erledigt! Ah! War's das jetzt? Ich höre sich, als überlebt es mich nicht umbringt. Heil dich. So, so geht's schneller. Wo bist denn du jetzt hingegangen?
Zuerst machen wir mal die kalt, würde ich mal sagen. Und dann tun wir uns das alles anhören. Das tat weh. Hab schon Schlimmeres überstanden. Gut. Wir sind schon zu weit gekommen, um uns von diesen primitiven Wilden aufhalten zu lassen. Die Datenpunkte. Was enthalten sie? Moment, Moment, Moment. Du willst, dass ich da durchgehe? Das ist ziemlich viel. Es ist ziemlich groß hier. Pfah. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Bist du denn deppert? Na gut. Das wird ein ganzer Part nur mit Gerede wahrscheinlich. Beginnen wir mal hier. Sie haben früher für Pharaoh Automated Solutions gearbeitet. An den Selbstreplikationsroutinen der Chariot-Modelle. Ich dachte, mich erwartet hier eine Urteilsverkündung. Als Ihre Leute mich geschnappt haben, dachte ich, wird doch Zeit. Ich habe versucht, meine Schuld zu verdrängen. Jeden Tag seit... Möchten Sie eine kurze Pause machen? Nein, nein, es ist nur... Ich hatte wirklich gehofft, dass wir mit Zero Dawn alles rückgängig machen können. Meine Arbeit. Es tut mir leid, dass ich je stolz darauf war. Aber Ted konnte einem seine Konzepte wirklich gut verkaufen. Und in den Laboren, angesichts unserer Schöpfungen. Dieser erste Testlauf, als man sehen konnte, dass sie ihre eigenen Strukturen verstanden, dass sie sich selbst nur mit Speicherplatz und Licht nachbauen konnten. Es gab keine Grenzen. Oh Gott, es gab keine Grenzen. Mehr sprechen willst? Puh, Mama hatte also recht. Wie bitte? Meine Mutter, sie hat die Bibel immer sehr ernst genommen. Nicht nur sonntags. Sie hat jeden Tag nach der Bibel gelebt. Ihr Lieblingskapitel? Die Offenbarung des Johannes. Tja, ich habe sie nicht immer verstanden. Sie redet so undeutlich und so. Aber wenn sie mal deutlich war... War es immer Endzeit dies und Feuersee das, wegen der sündhaften Lebensart überall. Da wir gerade davon reden, stört es sie, wenn ich rauche. Eine Tabakzigarette? Tut mir leid, Schätzchen. Da bin ich ganz altmodisch. Kompliment an ihr Team, dass es mich gefunden hat. Schließlich werde ich schon seit 18 Monaten gesucht. Sterling Malkeith, das war ich. Natürlich, das kann ich gern zugeben. Aber es waren viele Jäger hinter der Beute her und ich konnte sie immer wieder an der Nase rumführen. Wie haben Sie mich gefunden? Ich glaube, Dr. Sobek hat Sie als Alpha-Kandidat angegeben. Somit hatte Ihre Ergreifung höchste Priorität. Ich wusste doch, dass sie ein Auge auf mich geworfen hat. Hey, gibt's hier eigentlich keinen anständigen Kaffee? Sie wissen schon. Blutkaffee? Kriegscappuccino? Mr. Tate, ich erteile Ihnen die Zulassung zur nächsten Phase. Gehen Sie einfach. Korrekt, ja. Diese mechanischen Monster töten Menschen also nicht nur, sondern ernähren sich auch noch von ihnen? Nicht nur Menschen, von sämtlichem organischem Material. Alles Lebendige wird zu Nährstoffen aufgelöst? Jahrtausende der Evolution verflüssigt? Das Wunder des Lebens wird zu blutigem Biotreibstoff. Kurz gesagt, ja. Wer war das? Pharaoh? Dieses Arschloch. Ist er hier? Nein, Doktor. Bitte. Sagen Sie ihm, dass Tom Paik mit ihm reden will. Aufhören! Aufhören! Doktor! Bitte! Holen Sie sofort Pharaoh hierher! Was zum Teufel ist ein Blutkaffee? Ah, gut. So, du willst, dass ich da hinten weitergehe? Hier hätten wir gekämpft. Genau, hier hat er das fallen lassen. Da sind die Typen rauskommen. Da kann ich auch lang gehen. Unglaublich. Wartet einmal. Vielleicht ist da hinten auch so eine Zelle versteckt. Ich weiß es ja nicht. Schauen wir gemeinsam nach. Okay. Ich hab keine Ahnung, was. Ah, ich hätte sie umgehen können, oder was? Ah, hier kann ich schwimmen, okay. Und da wäre ich auch rausgekommen. Okay, Fehler.
Ich möchte mich nur mal umschauen. Ich kenne mich da nicht wirklich aus. Es ist eine komische Map. So, jetzt sind wir wieder am Anfang, oder? Ja, okay. Gut, dann sammeln wir noch die Gegenstände da ein. Das ist auch zum Anhören, das ist was zum Lesen. Das mache ich euch schnell auf. Wen es interessiert, der möge auf Pause drücken. Und das hören wir uns an. Mit Suzanne Alpert, Umweltwissenschaftlerin. Doktor? Wie bitte? Ich habe nicht... Doktor? Ich habe nur Ihren Namen genannt. Woran dachten Sie gerade, Doktor? An nichts, was der General gesagt hat. Eigentlich. Ich war 2051 beim Syzygy East-Einsatzteam dabei, direkt nachdem das zweite Erdbeben den Reaktor beschädigt hatte. Ich träume immer noch davon nach all den Jahren. Wie die rote Zone sich über die Karte ausbreitet. Langsam, so langsam, als ob sie ihre Finger ausstreckt. Ihr Einsatz bei diesem Ereignis hat dazu geführt, dass Ihr Name auf unserer Kandidatenliste steht. Wirklich? Das ist interessant, denn nichts hat funktioniert. Dort ist nie wieder etwas gewachsen. Es war ein katastrophaler Fehlschlag. Aber die rote Zone ist nichts im Vergleich zu einer weltweiten Reduzierung der Biomasse. Die Biosphäre und die Hydrosphäre werden zusammenbrechen, lange bevor die Roboter uns vernichten. Enduring Victory bringt uns in dieser Hinsicht gar nichts. Also sollten Sie mir lieber sagen, worum es bei Zero Dawn wirklich geht. Jetzt verstehen Sie sicher, warum wir Sie so dringend hier haben wollten, Miss Okilo. Hauptmann Okilo, wollen Sie mir dafür danken, dass ich keinen Widerstand geleistet habe? Ich glaube, wir hätten keine diplomatische Lösung gefunden. Als es um das Lithium meines Landes ging, wurde immer ein Schwarm zum Verhandeln geschickt. Metallurgic International, US Robot Command. Die Kennzeichnungen ändern sich, aber die Roboter waren immer die gleichen. Sie haben viel Erfahrung in Mensch-Roboter-Konflikten. Ja, und meine Prothesen beweisen es. Aber ich habe mich diesem Schrecken entgegengestellt, auch wenn die Herausforderung sehr groß war. Cyberkriegsführung. Ich dachte, Zero Dawn wäre ein Manhattan-Projekt, um die Deaktivierungscodes zu erzeugen. Und ich bin zu der Einschätzung gekommen, dass jeder Versuch, die Codes zu knacken, ein hoffnungsloses Unterfangen ist. Ich habe mich beinahe darauf gefreut, dass man mir das Gegenteil beweist. Leider war Ihre Einschätzung korrekt. Wie Ihr General Harris bereits sagte. Also dann, Sie haben mich nicht hierher gebracht, um mich zu bedauern. Was bleibt jetzt noch? Hören Sie, lassen wir die Geheimnistuerei. Sie bauen ein Kolonieschiff, das ist doch offensichtlich. Und es wird kein Überflieger. Ich meine, wortwörtlich. Erinnern Sie sich an die Odyssey? Den multinationalen Haufen Weltraumschrott, der seit 57 im Friedhof Bobbitt schwebt? Sie flog nirgendwo hin und das sehr langsam. Aber Sie haben ein Ziel, das Sie sehr schnell erreichen müssen. Haben Sie überhaupt eine Ahnung, was für eine enorme Herausforderung es ist, ein Kolonieschiff in kurzer Zeit vorzubereiten? Um das klarzustellen, ich arbeite nicht an dem Projekt. Ist Ihnen überhaupt klar, wie wenige Menschen damit gerettet werden könnten? Das ganze Konzept des Generationsschiffes ist... Es wird nicht umgesetzt werden. Es wird das Erste sein, was man für die Embryonen aufgibt. Für diese Art der Lagerung braucht man Kapazitäten, man braucht Macht, man braucht Ressourcen. Also, selbst wenn Sie es tun, wenn Sie es bauen und Richtung Sirius X schicken, auf dem Ding wird kein Platz für Menschen sein, okay? Wenn Sie sich bitte beruhigen würden. Ihr seid doch verrückt, wenn ihr glaubt, dass ihr von hier wegkommen könnt. Niemand kommt hier weg. Sanitäter. Gute Gespräche. ZBO2-Daten intakt. Wiedergabe wird eingeleitet. Elisabeth Sobeck. Sie wissen es jetzt. Und es ist wahr. Die Pharaoh-Plage verschlingt die Biosphäre. Alles Leben wird verlöschen. Aber muss das das Ende sein? Gibt es für das Leben eine Zukunft? Was, wenn wir einen Samen erschaffen, aus dem nach der Vernichtung neues Leben erblüht? Das ist das Ziel, die Hoffnung von Projekt Zero Dawn. Ein hochintelligentes, vollautomatisches Terraforming-System.
das aus der Ödnis Leben erschafft. Was braucht dieses System? Als Kern braucht es eine gute KI, die in der Lage ist, durch Trillionen von Entscheidungen unsere Biosphäre wiederherzustellen. Selbst unsterblich, in der Lage, das Leben wieder neu erblühen zu lassen. Wir nennen sie Gaia. Mutter Natur als KI. Doch das ist nur der Kern des Systems. Sie braucht die Begleitung und Unterstützung einer ganzen Palette untergeordneter Funktionen. Sie erweitern sozusagen Gaias Verstand und jede Funktion dient einem bestimmten Zweck. Das sind keine KI, aber trotzdem ist klar, jede von ihnen stellt eine größere technische Herausforderung dar, als je zuvor in der Menschheitsgeschichte bewältigt werden musste. Hardware für Schutz und Reifung von Billionen Samen und Embryonen, die neues Leben spenden. Der Bau unterirdischer Anlagen, die das alles enthalten. Und das ist nur der Anfang. Wir müssen nicht das ganze System bauen. Das Schöne am vollautomatischen Terraforming-System ist, dass es sich selbst bauen kann. In den nächsten Tagen hören Sie, wie all diese Funktionen, das, woran Sie jeweils arbeiten, zusammenpassen. Wie wir im Wettlauf gegen die Zeit die Bioproben nehmen, die Software schreiben, Technologie und Anlagen bauen. Wie wir sie schließen und versiegeln, ehe das Unvermeidliche eintritt. Doch noch wichtiger, dass noch nicht alles zu Ende ist. Dass Gaia die Deaktivierungscodes erzeugen wird, von denen Harris sprach. Und dann Sende-Arrays baut und sie überträgt, um die Pharaoh-Roboter abzuschalten. Dass Gaia die notwendigen Roboter für jede erdenkliche Arbeit nicht nur aufbauen, sondern auch konzipieren kann. Von der Detoxifizierung der Atmosphäre und der Meere zur Neubegrünung der Erde mit eingefrorenem Saatgut und zur Besiedlung der Erde mit Tieren. Und dann, wenn all das getan ist, wird eine neue Generation von Menschen, erzeugt in Ursprungsanlagen in aller Welt, an Apollo teilhaben. Dem Archiv unseres Wissens und unserer kulturellen Errungenschaften, wodurch sie von uns erfahren, von der Welt und am wichtigsten, von Fehlern, die wir gemacht haben. Dies ist kein unmöglicher Traum. Wir können es schaffen, mit harter Arbeit und unbedingtem Willen. Das Leben hier wird enden. Doch wenn Sie mir helfen und Gaia, gibt es noch eine Zukunft? Bleiben Sie und formen Sie diese Zukunft. Also, die gesamte Erde wurde vernichtet, aber dann neu erschaffen? Ja, von einer Maschine. Einer Schöpfungsmaschine. Elisabeth hat das getan. Für das Leben. Für uns. Aber was ist dann mit Hades? Wenn er ein Teil von Gaia war, wie ist er dann im Wrack eines Pharaoh-Roboters gelandet? Und warum will er mich töten? Und Apollo, das Archiv des Wissens, was ist damit passiert? Ich bin genauso verwirrt wie du. Vielleicht liegen die Antworten vor uns. Naja, Hades gehört ja wahrscheinlich zu dem System dazu, ist aber fehlerhaft. Und da er weiß, dass diese Elisabeth das eigentlich programmiert hat, möchte er natürlich Zero Dawn verhindern. Auf gut Deutsch gesagt. So denke ich mir das. Ob das jetzt stimmt oder nicht, weiß ich nicht. So, gehen wir mal da durch. Okay. Wieder ein paar Datenträger hier. Das ist was zum Lesen. Okay. Sterbehilfe. Okay. Na dann. Er will eh, dass wir geradeaus gehen. Ja. Und das sind auch noch Heildinger. Das heißt, da hinter der Türe, da könnte es böse werden. Vielleicht. Etwas Vorrat. Schauen wir uns hier hinten noch um. Wir sammeln noch alles ein. Nein, du sollst deinen Fokus aktivieren. Danke. Und viel Spaß. Natürlich mache ich es. Die Möglichkeit zu bekommen, wieder aufzubauen, was ich... Der Schaden, den ich...
Tja, ich fühle mich der Aufgabe nicht würdig, aber ich mache es, auf jeden Fall. Ich möchte noch einmal betonen, dass es hier nie um ihr Verschulden ging. Für mich schon. Dr. Sobek, Margot, es war damals eine kluge Entscheidung von Ihnen, Farrell zu verlassen. Aber keiner von uns hat das als Warnsignal gesehen. Wir haben uns gesagt, dass Sie einfach nicht für die BTRI-Intrigen geschaffen sind. Das steht für Better Than Rapid Innovation. Besser im Wettbewerb. Besser als die anderen. Eine bessere Tötungsmaschine. Ist es nicht erstaunlich, dass es 1,5 Jahrhunderte Science Fiction nicht geschafft haben, unsere Spezies vom direkten Weg ins Verderben abzubringen? Ich habe genug von diesem Leben. Ich meine, ich werde hart arbeiten, doppelt hart, um das hier zu verdienen, für meine Familie, damit sie einen Platz im Elysium bekommt. Ich hätte nie gedacht, dass ich etwas wieder gut machen kann. Wenn Ihnen noch übel ist. Nein, die Medikamente wirken. Ich spüre meine Zunge nicht mehr. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass ich daran glaube, aber der Schaden ist zu groß, zu weitreichend, zu vollkommen. Bei allem Respekt vor Dr. Sobeks Arbeit bei Miriam, nein, nein, das Leben findet nicht immer einen Weg, um weiterzumachen. Manchmal kommt es nicht zurück. Wie in Syzygy East, wie im Kongo, wie auf Timor. Wie wir. Das ist unsere Belohnung? Eine unterirdische Stadt voller Sterbepatienten, die auf das Ende warten? Sie würden gemeinsam alt werden. Mit ihren Angehörigen. In Sicherheit. Ich habe keine Angehörigen. Aber vermutlich könnte ich eine Familie gründen. Leider nicht. Alle Einwohner des Elysiums werden sterilisiert. Ein Lebensraum, der etwa 2000 Personen bis zu 100 Jahre lang erhalten soll, stellt uns vor große Herausforderungen, Dr. Alpert. Wenn sich die Bevölkerungszahl erhöht statt reduziert, werden alle dort drinnen innerhalb von 30 Jahren tot sein. Ich wusste es. Ich konnte mich nur nicht dazu durchringen, es zu sagen. Wie bitte? Beenden Sie es. Leisten Sie Sterbehilfe. Ich möchte kein Teil hiervon sein. Ich will nur, dass es vorbei ist. Ich verstehe. Die Protokolle erfordern eine Wartezeit von 48 Stunden nach denen. Okay. Da hinten haben wir auch noch was. Es ist urgroß. Diese Gebiete. Pfau, da hinten geht's noch weiter. Ich muss dann langsam den Part dann wieder beenden. Und das ist auch was zum Anhören. Na dann, viel Spaß. Um sicherzustellen, dass ich mich dieses Mal benehme. Sicherheitspersonal. Zu Ihrem Schutz. Möchten Sie darüber sprechen, wie Sie sich fühlen? Na klar. Ich sag's Ihnen. Überrascht. Nein, geplättet. So würde mein alter Herr es ausdrücken. Vollkommen geplättet. Diese Ader, die immer an seiner Stirn pulsierte. Ich dachte, Sie wären einfach nur viel zu schlecht auf ein Raumfahrtprojekt vorbereitet. Aber jetzt sehe ich, dass es schlimmer ist. Viel schlimmer. Sobek ist eine Träumerin. Eine gefährliche Fantastin. Dieser übertriebene Optimismus, das ist grundgütiger. Es tut mir leid, dass dieses Treffen eine Zeitverschwendung war. Ich möchte jetzt gehen. Das ist leider nicht möglich. Alles, von dem Sie hier reden, ist nicht möglich. Ich empfehle Ihnen, die Dokumente durchzulesen, die Ihre Optionen erläutern. Ich habe genug gesehen. Ich will hier weg. Was soll das? Lassen Sie... Nehmen Sie Ihre Hände weg! Okay. So. Warnung. Medizinische Abteilung nicht zugänglich. Nicht zugänglich? Wieso nicht? Es ist ein bisschen unheimlich hier. Was ist das da? Aufnahme. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Irgendwelche Fesseln. Okay, okay. Ich hätte lieber gern eine Ding, wie heißt das? So eine Energiezelle. Kann ich da durch? Ja, das geht sogar. Ist hier drinnen irgendwas Wertvolles? Ist hier drinnen vielleicht eine Energiezelle? Ich habe ja keine Ahnung, wie viele ich dafür brauche, um diese Rüstung zu erhalten. Die würde ich schon noch gerne holen. Wie gesagt, ich werde auf jeden Fall die Rüstung herzeigen. Bap, 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 okay.
Na gut, dann werden wir den Part jetzt da beenden. Gehen wir noch zurück zu der Türe. Türe. Hier sollen wir durch. Okay, das schauen wir uns dann im nächsten Part an. Ich hoffe, dass es euch wieder gefallen hat. Macht's das gut. Tschüss, Baba. Euer Herzfehler.